So, jetzt geht's. Ich habe einfach Frameskip auf 1 stellen müssen und dann geht das. Okay. Also, 3, 2, 1, los. Ich bin's, Leon Zoro. Wir sind hier bei Let's Play One Piece Maburashino Gorandorain Balkanke. Und das ist ein Strudel, an dem wir vorbeifahren. Ach, schön. Bin gespannt, wo wir jetzt hinfahren. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Tada, wir sind wieder da. Oh mein Gott, was seid ihr? Hä? Wer hat den denn hergeholt? Ich weiß nicht. Wer seid ihr? Ich bin der schöne Siegfried. Und du? Ich sehe nur mich und keine anderen. Zumindest keinen anderen mit meiner Schönheit. Hä, ich. Und mich. Der letzte war irgendwie ein bisschen zu seltsam klingt für sein Aussehen. Egal. Die sehen alle komisch aus. Wieso haben die eigentlich so eigene Bilder? Die sind doch total unwichtige Nebencharakteren, die sich das Spiel selber ausgedacht hat, also. So, Gum Gum Gatling und dann ist gut. Na, Zoro kann einfach nur einen angreifen, dann wird er den Schönen. Nee, Sanji macht den Schönen. Nur Frauen dürfen schön sein oder so, ist doch die Devise. Obwohl, der kann eigentlich auch oft alle drei draufklappen. Hey! Oh! Aua! Ja, ich synchronisiere hier alle. Man kann sie total voneinander unterscheiden. Man merkt nicht, dass ich der gleiche Sprecher bin wie ich selber. Egal. Partytimer Kickmanuel! Oder so. Boah, ist ein Schwertkämpfer. Jetzt kommt Konter, Konter. Sayonara. Oh, verdammt, er ist nicht tot. Auf geht's. Gum Gum. Gatling. Gatling. Kalaschnikow. Wie auch immer. Oh, und denen geht's immer noch gut. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Alle drauf. Yay, yay, yay. Ja, solche Kämpfe sind eigentlich nie besonders spannend. Ich will da doch lieber die Story wieder. Aber dann nicht so ewige Dialoge, sondern einfach nur... Keine Ahnung. Ich will das Spiel, glaube ich, generell schnell durchhaben. Wahrscheinlich. Hey, was war das denn für ein Gesichtsausdruck? Hey, Zoro, ich heil dich. Hat er ihn angemalt? Oder hat er ihm irgendwie Puder ins Gesicht geschmissen? Verstehe ich nicht. Egal. So, der stirbt, glaube ich, als nächster. Yay, ich pumpe ihn nochmal. Zack, so schnell kann es gehen. Drauf. Drauf. Und drauf. Als drauf gekloppt. Zack. Ha! 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 Oh. Ein Stückchen fehlt noch. Er pumpt Sanji auch wieder auf. Auch schön. Sieht doch so aus, als würde ihn aufpumpen und oder irgendwie anmalen oder sowas. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Zack. Ah, Gegenangriff. Zack und zack. Yay, alle feiern, alle feiern. Du hast das und das freigeschaltet oder so. Ha! Wie kann das passieren? Menno! Oh, das war aber so nicht geplant. Warum sind meine Augen plötzlich so groß? Verpisst euch! Ui, die hört sogar mal auf mich. Yay, wir sind hier beim kleinen Junge, der scheiße kann. Kleiner Junge! Ja, was ist denn? Der hat bestimmt anders geredet, oder? Der hat ganz anders geredet, glaube ich. Aha, so ist das also. Und deine Mutter? Die ist eine Hure. Was? Wie ich? Nein. Egal. Ist sie bestimmt nicht. Man redet so nicht über seine Mutter.
Aber als ich hier war, habe ich einen halben Mond gesehen. Ich dachte, es wäre der Mond, der ins Wasser gefallen ist. Haha, du dummer Junge. Okay. Hallo. Du dummer Junge. Der Mond kann auch gar nicht ins Wasser fallen. Obwohl Ruffy ist selber zu blöd dazu. Kann der Mond ins Wasser fallen? Nein. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, und ja, außerdem war da was anderes noch. Nämlich er hier. Es ist, ich muss ihm einen Namen geben. White Hair Joe. Machine Gun Joe. Ja. Und er hat alle meine Töchter auf dem Gewissen. Was? Er hat auch mich auf... Nein. Haha. Und den sollen wir jetzt für dich töten, umlegen, wie auch immer. Ja. Sagte der Junge mit der Steuererfrisur. Obwohl, nee. Obwohl, ein bisschen. Doch, schon. Auf in den Kampf. Ja, aber es gibt ein Problem. Ich will ihn nicht wiedersehen, weil sonst sagt er mir, dass er nämlich nicht leiden kann. Und ich mag es nicht, wenn mir das jemand sagt. Und wir werden mit meinem kleinen Schiff hinfahren. Oder so. Und das wird dann im Strudel untergehen. Und er hat mein Logbuch geklaut. Mein Logbuch. Meines Schiffes. Ich glaube, so hat er geredet. Und dann war das so. Aha, war das so? Könnt ihr mir helfen, ihn zurückzukriegen? Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Oh Mann, warum ist er plötzlich so laut? So war es früher doch auch, oder? Nicht, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, so habe ich früher geredet. Ich hatte zwischendurch meine Stimme vergessen. Hat man die Stimme nicht einfach so? Nein, nur ich kann halt so andere Sachen auch. Aha. Jeden Tag lernt man etwas Neues, auch wenn man in diese Bücher schaut. Lest Bücher, Kinder, und die Welt wird ein besserer Ort. Und er sagte zu mir, du kleiner Junge möchtest meinen Schatz, den kannst du nicht haben. Such ihn nicht. Ich habe ihn unter deiner Teppich-Fußmatte versteckt. Dieser Schatz ist das One Key. Und es liegt irgendwo unter der Fußmache. Wache. Aha. Ja. Ich weiß es nicht. Ich war schon immer ein Schlüsselkind. Oh, das kenne ich. Naja, helft ihr mir jetzt oder nicht? Ich frag mich, wie die Japaner da so viel Dialog reinbauen können. Oh Mann, endlich ein Widescreen. Wurde ja auch Zeit. So. Ist also deine Geschichte zu Ende? Nein. Das war das erste Kapitel von 20. Bitte hör auf zu erzählen. Zwei Jahre später. Zwei Jahre später? In der Tat. Und ein Jahr dazwischen? Wurde ich geboren. Was weiß ich, was da steht. Ich lese doch auch noch meinen Text hier. Aber die haben ja... Ein Jahr später also. Aha. Ja. Und dann... Oho. Aha. Mhm. Haha. Ho. Ha. Ha. Ach, die Kerle haben doch überhaupt keine festen Stimmen. Ah, Vivi, du bist auch noch dabei. Das wussten wir gar nicht. Ja. Wundert euch das? Ich habe gehört, wenn man nach, keine Ahnung, Alabaster fährt zum Fisch kaufen, dann kriegt man noch drei Einkaufsgutscheine für Netto gratis dazu. Ja, dann auf dahin. Oh mein Gott, der kleine Junge sieht ein bisschen anders aus als vorher. Auf den Kopf! Ja, dann, kannst langsam mal losgehen. Ich habe euch doch schon ewig die Geschichte erzählt. Ich darf mit irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist eine Kanone. Die habe ich mir selbst gebaut. Aus den Westerböllern oder so. Ist das eigentlich ein Tretboot? Ja, ne? Habe ich das schon mal gefragt? Nee, oder? Egal. Ja, dann wieder aufs Schiff. Los geht's!
Oder um es mal auf Japanisch zu sagen, Garota! Chokosa! Oder so. Hey, das ist ein Piratenschiff. Oh, ich hab keine Augen! Zumindest keine Pupillen. Ich glaube, er hat die Augen einfach umgedreht. So hinter den, also so auf die andere Seite des Kopfes. Ich kannte mal wen, der das konnte. Oder es sah zumindest so aus. Aber es ist lange her, das ist glaube ich 10 Jahre her. Oder mehr. Ich glaube sogar mehr. Na wobei, ne, 10 Jahre. Ah. Und den mochte ich auch nicht, weil das war irgendwie eklig. Das sah sehr komisch aus. Da sah man nur noch das Fleischliche so von den Augen. Als wären die echt so ein ganzes Mal umgedreht worden. Oh, der hat ein geiles Teil am Bug. Irgendwie so ein Cuttermesser mit Loch. Damit das Schiff windschüttiger ist oder so. Und die feuern auf uns. Ah! Das ist natürlich schlecht. Kontraproduktiv könnte man auch sagen. So, schnell, dann müssen wir gegenangreifen. Zu Befehl, Namilein. Ja, los, mach doch. Nicht immer nur davon reden, tut's auch mal. Wovon reden? Davon, dass wir jetzt was tun. Was tun? Ja, dass wir uns jetzt verteidigen. Ah! Jetzt haben die aber eine ziemlich lange Feuerpause schon gemacht. Okay. Mach was! Boah, wir haben voll den vercheckten Captain, ey. Hä? Was redet der da? Ja, macht jetzt! Wurde hier auch mal wieder Zeit. Ich dachte hier, die Feuerpause setzt Jahre aus. Haha. Hilfe! Ne, ist das immer so? Ne, hoffentlich bringen sie uns nicht um und wir werden alle ertrinken! So muss er reden! Aber es würde einfach nicht zu so einem kleinen Jungen passen. Aber egal. Los! Tja, dann könnt ihr jetzt langsam mal was machen, um uns zu retten! Macht was! Ich mach doch was! Mit zugekniffenen Schönen kämpft sich besser, fragt Zorro. Wieso sollte ich Zorro... Wieso sollte ich Zorro fragen? Wer ist das überhaupt? Du kennst nicht unseren Namen. Ach so, der mit den roten Haaren ist das. Das ist ein Hut und der ist rosa. Ich weiß nicht. Das ist... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist... Sparta! Oh. So, das war die Geschichte. Wir waren auf Meer, auf See. Und haben wir sie vernichtet. Ja, das sage ich doch gerade. Das ist gut. Ich halte mich überhaupt nicht an den Text, oder? Das war so ein gemeinsames Gehen wegen der Erschöpfung, wegen dem Kampf. Ich finde gut, dass ihr gegen sie gekämpft und gewonnen habt. Wahrscheinlich habt ihr es doch nicht. Sondern nur, dass wir jetzt abgehauen sind. Und ich jetzt unbedingt mein Buch wieder haben will. Na gut, wir holen es doch wieder. Und dann kehren wir doch wieder um, weil es zu schwierig ist. Oder war es das jetzt doch? Ich weiß es doch auch nicht. Och, Mann, oh. Was soll die Scheiße? War das jetzt das Ende des Spiels oder nicht? Oh, eine Möwe. Sie weiß nicht, wo wir langen können. Aha! Also nach Norden. Oh, ein Marineschiff. Das bewegt sich aber komisch. Irgendwas ist damit los. Ah, ist der White Hunter. Simukar. Dass ich irgendwann auch mal wieder kriege. Er hat schon eine sehr von dem Rauch aufgedunsene Stimme. Strohhut Ruffy. Interessant, dich hier anzutreffen. Leutnant Ashigi ist zur Stelle. Sie schon wieder. Leutnant Ashigi. Entschuldigt sich, da zu sein. Ich weiß nicht. Darf ich zitieren? Anführungsstriche oben. Captain. Smoker. Unten. Wie ist das andersrum bei denen? Egal. Sagte.
dass du eine Bitch bist. Boah, jetzt hat er sie beleidigt. Das Shigichuan! Boah, jetzt ist er voll gestunt. Ja, das heißt mal hier dann draufhauen. Auf geht's. Bin gespannt, wer ihn eher angreift. Zack, sie. White Punch. Boah, der puncht so doppelt. Unfassbar. Ha. Komm, komm, no, Double Puncher. Pancho, das klingt fast wie Poncho. Vielleicht ist es auch Spanier. Es abrezo zorro. Das kann natürlich kein Name für einen Attacker sein, aber übersetzt dürfte es sowas heißen wie Säbel zorro. Das könnte natürlich auch ein Befehl sein. Also das, dann heißt es aber nicht sabrezo zorro, sondern das ist dann sabrezo zorro. So, says. Nee, ich kann wie ich bereits mal sagte, irgendwann kein Spanisch. Obwohl, das ist ein Video, was ich noch gar nicht hochgeladen habe. Und weiß auch nicht, ob ich das jemals hochlade. Aber würde ich es hochladen, dann hätte ich das mal gesagt. Boah, das war fies. Hat er mich jetzt aber verarscht, Smoker. Und er ist einfach ausgewichen. Jetzt müssen wir dem aber erstmal aufs Maul gehen. Zack. Die Musik klingt in Schnell übrigens, wie ich finde, auch relativ cool. Oh, und Sanji ist tot. Und Smoker hat gerade schon wieder... Der lässt sich die ganze Zeit so... Boah, das macht er jetzt aber richtig oft. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ah. Und er ist immer noch nicht erschöpft oder sonst was. Nur Lysop ist das. Nachdem Sanji bereits gestorben ist. Boah, jetzt aber. Hart am Limit. Chopper, Captain. Captain Chopper, genau. Ist an Bord. Gegenangriff. Boah. Die Bitch wurde geslappt. Komm, komm, Doppelschlag und das müsste das Ende für dich sein, Smoker! Was? Der kommt nochmal wieder, ist unfassbar. Der Angriff ist klasse. Oh, aber Tashigi hält weniger aus. Oh, scheiße. White Snake! Obwohl, das müsste der White Punch gewesen sein. Oh oh. Was bald für Zorro. Och, und er macht das. Gibt's doch nicht. Endlich ist Smoker mal tot. Nein, zurück. Wie kann ich denn Essen essen? Boah, ein Glück, dass der Klingenwolf-Gleiten einsetzt. Das wäre echt im Arsch gewesen. Aber gut. Die Expo wurden erhalten. Keine Ahnung, wofür das Exp steht. Gut. Ah, so ein Scheiß. Tschüss. See ya. White out. Ja, so hustet der White Hunter. Warum guckt der immer so? Er hat nur ein einziges Mal so geguckt, und zwar als Laboom, quasi. Nee, also als Laboom, als sie gegen Laboom gerannt sind und sein Lieblingsplatz kaputt war, und danach hat er so geguckt. Sonst guckt er eigentlich nicht so. Viel zu oft ist das in diesem heutigen Part. Ah, jetzt hat er uns gefangen.
Warum auch immer ich so eine hohe Stimme habe? Fleet! Tempelpirat, kein bisschen Mumm. Los, lauf! Meine Stimme hat sich auch schon wieder verändert. Aber das interessiert doch eh keinen mehr. Na, Möwe, wie geht's? Krak, krak! Die Möwe sagt, sie ist eigentlich ein Rabe, der weiß angemalt wurde. Hm. Tja, so ist das im Leben. Tja, aber hast du nichts Besseres zu tun, als dich damit zu unterhalten? Echt mal hier. Da. Chopper kann mit Tieren reden? Ja. Das gefällt mir. Hm. Ah. Ich glaube, er hat Drogen genommen. Er lacht so komisch, unregelmäßig. Ah. Lustig. Aber ich erst hier. Erstmal nochmal einen reinziehen hier. Nächstes Mal kommt ihr nicht so davon. Sir Smoker, Sir! Der Shigi. Hm. Halt's Maul! Haha, wir haben es wieder mal geschafft irgendwie. Haha. Oh, ja, da hast du recht. Ja, aber wie haben wir es geschafft? Tja, dummer Plot-Twist von wegen Gungumbazooka wahrscheinlich. Als ob das nicht schon längst alt geworden wäre. Aber egal. Ja gut, wann können wir endlich mal dieses Kackspiel beenden? Wann ist die Story zu Ende? Wieso sind wir schon wieder hier? Ich glaube, das hatten wir schon. Man kann das Ganze immer nur nochmal von vorne machen. Kann das sein? Ah, da ist schon wieder Laboom. Brrr. Brrr. Oh Mann. Hey, wir sind schon wieder da. Waren ja auch noch nicht lange oft genug hier, oder? Was wollen wir hier? Hey, das ist eine Krabbe. Also ich sehe darin eine Krabbe. Wahrscheinlich ist es Krokus. Ah nein, ist dieser Dumme da, oder? Ah nee, Krokus liegt auf der Seite irgendwie. Oh nein, er hat ihn umgebracht. Scheiße. Ah. Ärgerlich. Naja, aber wir haben ja noch einen. Chopper, heil ihn. Als ob Krokus sich nicht gegen irgendwie so einen Loser mit Maschinengewehr helfen könnte. Ah, er lebt. Krokus war schließlich mal in der Gold Roger-Bande. Nicht sehr gesprächig gerade. Was macht ihr überhaupt hier? Wir haben dich gerade gerettet, Alterchen. Warum redet Sanji so komisch? Viel Spaß dann noch. Warum seid ihr eigentlich schon wieder hier? Will euch noch keiner haben? Hau doch ab hier, boah. Alberne Piraten, ey. Alberne Dreckschweine. Hä? Wir haben dir gerade das Leben gerettet. Und du schimpfst dir einfach so und sagst, wir sollen weg? Nein. Verpiedelt euch doch alle hier. Ich kann euch nicht brauchen. Jetzt habe ich plötzlich auch noch einen gölnischen Dialekt. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn richtig hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Ja, obwohl, er hat ja nicht so geredet. Wann können wir wieder gehen? Hoffentlich bald. Meine Stimme ist weg, scheiße. Nein, es geht doch einfach weg. Es will euch doch keiner. Ich erst recht nicht. Ja, aber wohin? Dieses Spiel ist nicht weiter programmiert, als bis wohin wir gespielt haben. Scheiße. Genau, wohin sollen wir gehen? Habe ich zwar gerade schon gefragt, aber egal. Los. Erzählt er jetzt eine Vergangenheitsgeschichte? Auch er hier. Wer bist du denn?
Ah, erzählt, was passiert ist, warum er so kaputt war. Das hat zwar keinen interessiert, aber also zumindest in meiner Version. Hey, ich bin der Goldlöwe XY. Nee, eigentlich ist er ein anderer. Aber der war auch, hieß auch irgendwie so in der Art. Haben wir den nicht schon besiegt? Dachte ich. Und dann plötzlich, so aus dem Nichts, griff er mich an. Glaube ich. Oh. Und dann ist er von der einen Seite des Tisches auf die andere gefetzt. Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, der tischt uns diese Geschichte nur auf. Seht ihr den Tisch? Deswegen auftischen. Ja. Okay. Ja, und das sollen wir jetzt glauben? Macht's doch, wenn ihr wollt. Aber erst mal werde ich diesem Kerl einen Heim zahlen. Plötzlich hat mich mein Akzent, der hat sich da so verändert. Ah ja, das freut mich. Das hat auch irgendwie leicht hessisch gehabt, aber gut. Alkohol weder, muss ich erst mal einen Appleboy trinken. Das hat jetzt auch so ein bisschen sächsisch drin. Man sieht, ich bin nicht mit mir im Reinen und nicht mit meinen Dialekten. Das ist alles ein Kauderwelsch ohne Gleichen. Halt's Maul! Ja, dieses Gesicht von Krokus war vielversprechend. Warum vielversprechend, weiß ich auch nicht, aber... So, also, Laboom, öffne deine Türen! Er will nicht. Warum will er nicht? Da drin habe ich was vergessen. Habt ihr ihn gerade angegriffen? Seid ihr dumm oder so? Ich will aber mein... weiß nicht, was ich drin vergessen habe. Nee, Namen, ihr habt was vergessen, ne? Und jetzt können sie rein. Aber dann Türöffnungsschalter oder wie? Ach du Scheiße. Wieso ist der Kerl da drin? Er! Diese seltsame, vom Dings vom Spiel erfundene Filler-Geschichte verstehe ich nicht, immer noch nicht. Ich bin zurückgekehrt. Ich werde dich vernichten. Also hat Krokus doch nicht gelogen. Der ist ja verdammt schwach geworden dafür, dass er mal Gold Rogers Bande war, was ich gar nicht weiß. Hä? Roger? Erzähl mir nicht von Roger. Ich habe ihn nie getroffen und trotzdem sagen alle, er wäre besser als ich. Egal. Golden bin ich auch irgendwie. Obwohl, nee, das war dieser Goldpirat. Der war auch in der Geschichte mit drin. Und er hier ist einfach nur der Löwe. Nee, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall von der Brüllfrucht gegessen. Und das ist eine ziemlich dumme Frucht. Und stell dir vor, ihr könntet nur brüllen mit so einer dummen Frucht. Das wäre eine ziemlich dumme Frucht, wie ich finde. So, zack. Ha, kommt das her! Komm, komm, Pistole! Onigiri! Das war jetzt fast schon so eine heisere Stimme wie Smoker, aber egal. Wieso kann ich die 40er-Attacke einsetzen, aber die 30er nicht? Ich versteh's nicht. Egal, Angriff! Ah, hü, ha! Boah, er macht den hier. Wieder. Auf, Ruffy. Attacke! Wir wollen nicht schon wieder gegen dich kämpfen, aber... Boah, da kann er auch noch gegenkontern. Haha, ich brülle euch an. Boah, der hat aber verdammt hohe Konterrate. Und er ist sauer. Das gefällt mir nicht. So, komm, finish ihn. Oder irgendjemand, der ihn finishen kann vielleicht. Scheiße. Komischer Brüller, der schlecht animiert ist! Halsmaul! Er kann nur Halsmaul sein. Scheiße, die Attacke geht gegen alle. Na egal. Und das war's. Nicht. Konter! Brüller!
Olyssa finde ich den jetzt bestimmt. Super Schuss! Schade, das war es leider noch nicht. Und Sanji war. Okay. Sieg! Ja, wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Ich hab verloren. Warum? Wieso kriegt man mit so einem hässlichen Kiefer seinen Mund so weit auseinander? Das sieht schon abartig aus. Haha, einfach ausgewichen. Boah, du Arschloch. Was meint er eigentlich? Er ist in der. Hallo, sie befinden sich hier in einem Wal. Sie halten sich nicht an die angegebenen Sicherheitsvorschriften. Mensch, ey. Ja. Was für Sicherheitsvorschriften? Ich scheiß auf die Sicherheitsvorschriften. Das gibt's ja wohl nicht. Zu meiner Zeit wäre das nicht möglich gewesen. So eine Scheiße hier. Was? Lissab, du kannst nicht. War das Lissabs Gummiband oder was? Haha. Folge finished. Wenn das gefinished war, dann schau mal, was ich jetzt mit dir mache. Ah! 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 Selbst schuld! Kann man aber nur sagen. Ah! Was hätte ich das auf bloß nicht getan? Ja, aber echt mal! Was? Egal. Jo. Ab hinein! Oh, da wollen wir nicht hin. Na, dann halt nicht. Nee! Was? Chopper geht da jetzt rein? Ich muss dem, den Wal helfen. Beruhigungsmittel. Auf geht's! Oder hat's schon gemacht? Wahrscheinlich. Haha. Egal. Echt? Das ist ja scheiße. Wieso kann ich denn nicht hoch? Och. Seid aber auch welche. Wir müssen jetzt tatsächlich da unten den Wal impfen. Ja, das ist ja. Das ist ja ein Spaß für die ganze Familie. Ich bin zum Glück nicht die ganze Familie. Ah, ich glaube, wenn man genau hinsieht, sieht man auch, dass man da einbrechen kann. Dann weiß ich ja, wie ich schnell wieder zurückkomme. Haha. Ja. Oh, es ist leer. Chopper, du musst wohl eigenes herstellen. Woo! Juche. Hä? Das ist gut. Das ist gut. Yay! Da ist welches! Was ist das überhaupt, was du dem da spritzt? Heroin! Aus der Dose! Aha! Na wunderbar. Jetzt einmal im Wasser landen und alles ist kaputt. Game over. Du kannst kein Safe State laden. So, jetzt müsst's wieder gehen. Was? Haha! Ah, nee, achso. Du bist der beste Dr. Chopper. Ah, nenn mich doch nicht Doktor. Ich mag es nicht, wenn man mich so lobt. So, jetzt aber gut. Jetzt müssen wir hier schnell wieder raus. Gut. Wie?
Wir entfliehen schnell. Brrr, brrr, brrr. Es geht ihm wieder besser, sagt er. Nein, das habe ich nicht gesagt. Dann halt nicht. Brrr. Jetzt sagt er, es geht ihm wieder besser. Das sah man voll an seinem Gesichtsausdruck. Haha, Walam doch gar kein Gesicht. Wer weiß. Vielleicht können wir es nur nicht lesen. War mir so klar. Will auch keiner, ey. Was ist das denn für ein Angriff? Egal. Wir haben einen neuen Angriff gelernt, glaube ich. Wer wird ihn einsetzen? Zorro, das ist nicht dein Ernst. Du legst dich jetzt schlafen? Oh, Arsch. Och nee. Echt? Jetzt? Komm, komm! Ach so, mein Gott. Der Hai macht einen super Angriff. Was ist das denn? Vergiften? Wie kann er das? Hä? Komm, komm! Gatling! Ach nee, echt? Typisch. War das Gift jetzt irgendwie heilungsmäßig? Verstehe ich nicht. Schau mal, pumpt Ruffy wieder auf. Also ich nenne das immer aufpumpen, weil ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als würde er hinten so dran sein und dann so aufpumpen, so einer Pumpe. Hm? Mit was sonst? Yay, wir haben wieder alles geschafft, irgendwie. Nee, wobei, das war jetzt kein wichtiger Kampf, das war einfach nur so ein scheiß random Spawn. Also, für Japaner könnte das Spiel eventuell Spaß machen, aber... Bei mir macht das einzige Spaß, dass ich das Ganze schlecht synchronisieren kann. So, da seid ihr wieder. Ich hab wieder meinen alten Akzent zurück. Ja, hast du schon Karneval gefeiert? Achso, ich hab ja diese Stimme. Hast du schon Karneval gefeiert, Opa? Ja, mit Kamellen und allem. Göller Love. Die Fremden. Ihr wisst doch ja nicht, was Karneval für uns bedeutet. Aber für mich sowieso nichts, weil ich bin ja eigentlich hier totaler Rheinländer, nicht, sondern wie sagt man, ich bin ja eigentlich bodenständig, ich hab euch nur alle verarscht. Also, so, Hannoveraner bin ich, da redet man Hochdeutsch, glaube ich. Hahaha, du hast uns sogar aber voll verarscht. Ist ja voll lustig, hahaha. Und als ich noch klein war, da war ich, sah so aus wie ein Bild da oben. Und außerdem habe ich da, war ich hier auch schon Leuchtturmwächter und dann kamen so Leute vorbei und die sagten so, hey Kokos, möchtest du nicht mitkommen? Ja. Und ich dachte so, ja klar, ich such da so einen Wal, ne? Ah ne, nee, Quatsch, der Wal, der bleibt ja da. Ich such so Leute, den der Wal gehört. Und den habe ich vorher auch versprochen, dass die auf den Wal aufpassen. Und ich war früher ja auch bei Gold Roger, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wurde bestimmt noch nicht gesagt heute. Wer ist er denn? Komm mit! Wie auch immer du bist. Ich bin der alte Krokus. Macht's gut, Fremde. Ich komm nämlich nicht mit euch. Ich bin ein unwichtiger Nebencharakter, beachtet mich nicht. Segel setzen! Na sicher, dann komm ich doch mit, ne? Warum bin ich eigentlich schwarz? Oder soll der schwarz sein? Ich glaube schon. Der ist so ein bisschen... Oh. Los, los! Wieso grinst der jetzt so? Was ist das aber für ein unwichtiger Nebencharakter? Ich fass es nicht, ne? Ich fass es einfach nicht. Ja, und so war das damals.
Und ab jetzt sitze ich hier, bewache den Wal und trinke mein Kölsch. Und rede ganz normales Hochdeutsch. Aha. Im Hintergrund explodieren Sachen und es schlägt ein Blitz ein. Ah nein, das war damals. Wie konnte das passieren? Da hat man einen Moment mal nicht aufgepasst und dann passiert sowas. Zwischbar. Ganz genau. So, jetzt machen wir hier aber Klartext, ne? Und schnell tackelt die Segel und kapert das Ei. Ne, was? Egal. Macht, was ich sag. Ja, so war das damals. Tschüss. Aha, so war das also. Und jetzt manchmal stehe ich schon mal ja und denk mir, wie wär's? Oh, du hast gerade gegrinst. Wie so ein Irrer. Ah, wenn Krokus nicht irre, da schon wieder. Ah! Er schon wieder. Wie kann er eigentlich immer noch leben? Aber stimmt, er war vorhin abgehauen. Attacke! Nein! Ah! Du wirst meinen Leuchtturm nicht kaputt riechen. Also, ich habe jetzt gerade das J statt K genommen, weil ich gerne K als G ausspreche, so als auch in meiner Persönlichkeit so quasi. Den kriegt ihr nicht und so. Hm? Das wird ja gerne vertauscht auch. Oder K und CH, das vertausche ich auch gerne. Wie kann er so viel aushalten? Er muss zur legendären Bande von Gold Roger gehören. Verdammter Scheiße, ey. Oh, ist das schon wieder kaputt? Wir stehen nur am Rand und schauen zu. Das ist wieder typisch Ruffy. Nein. So, jetzt was habe ich verpasst? Nein, hör auf. Ich mag Leuchttürme. Ha! Ja, er hat bestimmt den Eingang zu Redline kaputt gemacht, ne? Zu Grand Line. Ne, er hat den Leuchtturm kaputt gemacht. Du Bastard, Alter. Sure. Ich zieh dir so gleich Thunder mit der Faust. La? Ne, war falsch. Oh, Onkel, ich konnte es nicht verhindern. Ich hab alles gegeben, aber leider war's nichts. Verdammte Kacke. Okay, ja, dann an dieser Stelle hören wir auf mit dem Part. Es ist mir zu irre. Bis dann, schau, da ist es so, Junge, Spaß gehabt.